Bikepark Willingen Opening 2023 und ich bin eigentlich gerade dabei, schon einzupacken und nach Hause zu fahren. Und nicht, weil der Park doof ist, ganz im Gegenteil. Ich hatte heute Morgen so viel Lust auf Fahrradfahren, dass ich einfach vergessen habe, ein Intro zu machen. Dementsprechend, schönen guten Tag, meine Damen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen verdammt geilen Tag. Und damit herzlich willkommen zum Opening vom Bikepark Willingen 2023. Und wir fahren direkt los. Jetzt. Und da hinten zieht einer ab. Abfahrt. Und ich wusste jetzt schon etwas länger ungefähr, wann der Bikepark Willingen 2023 öffnen wird. Und mit einem Auge habe ich natürlich die ganze Zeit auf die Wetterberichte geschielt. Denn ich hatte die Hoffnung, dass es natürlich an diesem Tag, wenn ich dahin fahre, einfach mal trocken sein könnte. Aber das wäre ja viel zu einfach. Und da wir bekanntlicherweise hier in Deutschland leben und den Sommer und den Frühling an dem warmen Regen erkennen, hat es selbstverständlich einen Tag vorher komplett durchgeregnet. Davon lassen wir uns aber die Laune natürlich nicht verderben. Also nehmen wir einfach ein bisschen Tempo raus und müssen damit leben, dass natürlich der Rollwiderstand etwas höher ist. Und ich hatte euch auf Instagram gefragt, wie ich das Video für euch hier schneiden soll. Und ich habe die Frage gestellt, soll ich euch die gesamte Strecke hineinmachen oder eine gekürzte Version? Und die Mehrheit hat gesagt, die gesamte Strecke. Und ich glaube auch gerade beim Opening von einem Bikepark sind gesamte Strecken viel interessanter, um zu sehen, wie der Zustand ist. Dementsprechend lange ausgeholt, kurze Antwort. Das hier ist meine zweite Abfahrt. Ich habe mich auf der Flow warm gefahren und jetzt schauen wir uns gemeinsam mal die Flow Country an. Und wie ihr selber seht, das schaut schon alles verdammt gut aus. Bisschen hoch. Und obwohl ich den ganzen Winter durchgefahren bin, bin ich ganz schön aus der Puste. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, worauf man das zurückschließen könnte. Darauf, dass ich jetzt seit mehreren Wochen schon auf einer doch etwas strengeren Diät bin. Aber ich war wirklich körperlich fertig. Das habe ich auch an meinem Puls gesehen, weil teilweise war der auf 196 beim Runterfahren. Aber das habe ich versucht, alles weitestgehend auszublenden, weil es einfach wieder ein Riesen-Gaudi war, endlich diese tollen langen Abfahrten fahren zu dürfen. Und wie man es selbst im Video gerade sieht, die Strecken sind einfach in einem tollen Zustand. Klar, hier und da siehst du, dass sie noch ein bisschen Liebe brauchen. Und natürlich war der Boden auch teilweise etwas weich, wie hier zum Beispiel im Anlieger. Aber allgemein schauen die Strecken sehr gut aus und machen verdammt viel Laune. Dennoch muss ich teilweise, wie ihr gerade schon selbst ein paar Mal sehen konntet, ganz schön kämpfen, um über diese Tables drüber zu kommen, weil einfach ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt hat. Aber was an Geschwindigkeit nicht da ist, muss man dann einfach mit Kraft ersetzen, beziehungsweise Technik, beziehungsweise Bunnyhop-Technik. Was ich immer noch ganz klar merke, dass ich absolut Schwierigkeiten habe mit Anliegern und gerade wenn sie nass sind. Ich habe da einfach kein Vertrauen in mich selbst, in meine Technik, in mein Rad. Ich sehe mich dann einfach immer stürzen. Aber diesbezüglich kann ich euch inzwischen auch frohe Kunde geben. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, mit ein paar Freunden geschrieben, wie zum Beispiel Jasper Jauch und anderen und werde in kurzer Zeit wahrscheinlich diverse Fahrtechnikkurse machen, um genau das jetzt mal langsam zu lernen. Beziehungsweise ich glaube, das größte Problem ist meine mentale Blockade, weil die Technik, wie sie funktioniert, weiß ich im Grunde, setze sie aber nicht wirklich um. Was wiederum einer der Gründe sein könnte, warum ich so viel Kraft brauche beim Runterfahren, weil ich halt nach den Anliegern meistens wieder reintrete. Da ich die Geschwindigkeit, die ich vorhabe, komplett verschenke, weil ich den ganzen Anlieger durchbremse. Hättet ihr denn Interesse daran, dass ich diesbezüglich dann auch ein Video mache, wo ihr seht, wo meine Schwächen sind und wie wir diese vielleicht beheben können? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal einen Kommentar dazu. Thank you.
Als nächstes schauen wir uns die Enduro an und die haben wir jetzt schon öfters auf diesem Kanal gesehen, aber noch nie zu diesen Bedingungen. Das waren wirklich die schlimmsten überhaupt. Und jetzt können wir wortwörtlich sehen, ob das Training im Winter etwas gebracht hat oder nicht. Oh Gott! Falsche Leine, oder? Oh. Und wer sich jetzt gerade schon denkt, ja, das schaut auf jeden Fall jetzt nicht so toll aus, beziehungsweise doch schon etwas anspruchsvoller. Glaubt mir, ich dachte auch, viel schlimmer kann es nicht werden. Aber seht selbst gleich. Was ich ganz klar sagen kann, du möchtest besser werden auf Single Trails, dann fahr in den Bikepark Willingen, wenn es regnet oder nass ist und fahr dir ein Duroline. Weil dann fährst du schön gemütlich da runter, hast eine riesen Lernkurve, fährst mit dem Lift wieder hoch und machst es nochmal. Und glaub mir, hier lernst du wirklich Fahrradfahren. Oh, ich bin fast in den Baum reingerutscht. Oh, sorry. Oh. Oh Gott. Und ihr erinnert euch daran, wo ich gerade meinte, es wird schlimmer. Das ist nicht dieser Teil. Oh. Ja, Mann! Nicht abgesetzt! Und nein, es ist auch nicht dieser Abschnitt, aber wie ihr selbst gesehen habt, es wird von Abschnitt zu Abschnitt interessanter, beziehungsweise unfahrbarer. Aber ich habe mich durchgekämpft. Man achte einfach mal auf die Geräuschkulisse meiner Reifen. Ja, habe ich auch gedacht. Oh Gott. Genau, jetzt fängt langsam der Spaß so richtig an. Man achte auch bitte allgemein jetzt einfach auf meinen Vorderreifen, wie der jetzt aussieht und wie er dann gleich aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich rutsche nur noch. Und ich muss inzwischen wirklich schon schmunzeln beim Voice-Over, weil das ist immer noch nicht die schlimmste Stelle. Die kommt erst gleich. Oh. Meine Damen und Herren, jetzt.
Und ich dachte, in Green Hill wäre es matschig gewesen. Aber das hier ist nochmal ein ganz anderes Level. Oh, ey. Ui, ui, ui. Oh. Ja, das war doof, glaube ich. Boah, ich rutsch schon wieder wie Sau. Und nach dem kurzen Pitstop an der Waschstraße, um einfach gefühlt 3 Kilo Schlamm von meinem Fahrrad loszuwerden und darüber hinaus einfach wieder die Funktion meines Dämpfers zu ermöglichen, da es wieder komplett zugeschlampt war, ging es dann auf die Freeride. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir in den Fingern gejuckt hat, diese ganzen Features mitzunehmen, aber der Boden hat es einfach nicht zugelassen. Es ist wie Kleister, man verliert so viel Geschwindigkeit, seht selbst, ich komme gerade nicht mal mehr über diesen Table, weil einfach der Boden so ausbremst. Und wir sind wieder bei dem Thema Anliegern, ich weiß nicht, warum ich diese Dinger nicht fahre, obwohl der Hamsterdraht drauf ist. Allgemein könnt ihr es wahrscheinlich gerade selbst sehen, ist der obere Teil der Freeride jetzt nicht im besten Zustand und ich würde sogar sagen, die wurde seit Ende der letzten Season überhaupt nicht angefasst und würde definitiv ein bisschen Liebe brauchen. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt der Freeride, die am Anfang relativ eng und langsam ist und dann sich stetig aufbaut, größer und schneller wird. Langsam. Zum Beispiel hier kann man im Sommer definitiv einfach rollen lassen. Ich muss jetzt reintreten, damit ich drüber komme. Oh ne! Oh, keine Chance. Oh, ich denke, ich versuche. Das kostet so viel Kraft. Dich nicht? Hä? Ich versuche darüber zu kommen, das kostet so viel Kraft. Ja, vor allem die beiden hohen Dinger davor, ne? Boah. Bremst halt wirklich stark. Puh.
Allgemein schaut es so aus. Nach 12 Abfahrten war ich einfach körperlich komplett am Ende. Aber auch wirklich glücklich, weil dieser Park mir einfach Freude macht. Und das kann ich euch einfach weitergeben. Dieser Park macht einfach Laune. Und im Grunde kommt jeder hier in irgendeiner Art und Weise auf seine Kosten. Denn der Park ist relativ abwechslungsreich. Von super ruppig über flauig über sprunglastig bis hin zu einer Downhill-Strecke. Also für jeden etwas dabei. Allgemein hatte ich einen mega geilen Tag. Und genau darum geht es doch. Einfach eine geile Zeit zu haben. Und dementsprechend, hab eine geile Zeit und ach ja, geh Radfahren.